Stolz und unnahbar blickt er über uns hinweg, der Kaiser, der Gottgleiche, dessen Namen ich lieber nicht auszusprechen versuche. Menschlich wird er erst in seiner Furcht vor dem Jenseits. Dazu hat er auch allen Grund, denn falls seine rücksichtslos geknechteten Untertanen ihn dort aufspüren, schutzlos mag und sollte er ihnen nicht entgegentreten. Weil er seine Kämpfer im Diesseits noch brauchte, entgingen sie einer vorzeitigen Grablegung, sondern wurden als tönerne Abbilder ihrer selbst erschaffen, so wie sie etwa 2200 Jahre später wieder entdeckt und bis heute noch ausgegraben werden. Ja, auch aus Eigennutz Einzelner entstehen oft Kulturgüter bis zur Weltwunderqualität. In Mühlheim an der Ruhr sind bis September sorgfältig gefertigte Repliken zu sehen. Faszinierend, dass jede von ihnen individuelle Züge trägt. Wir können also annehmen, dass wir hier in die Gesichter von Menschen blicken, die tatsächlich vor sehr langer Zeit gelebt haben. Den Gedanken an Seelenwanderung und Wiedergeburt habe ich bisher nie konsequent verfolgt, aber in diesem Fall komme ich schon etwas ins Grübeln.